Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute gucken wir uns das Spiel Genopanic an. Das letzte Mal, als wir uns das angeguckt haben, war Dezember 23. Da war es noch in der geschlossenen Beta. Mittlerweile kam die 1.0-Version im Mai 24 raus und sogar wurde noch weiter gepatcht auf die 1.05-Version. Genaueres gibt es da halt in den Patch Notes. Könnt ihr euch in der Videobeschreibung reinziehen. Und im Hintergrund seht ihr halt wie immer den Trailer. Und ja, deswegen wollte ich mir halt das Spiel auf jeden Fall nochmal angucken, denn vielleicht hat sich ja was geändert. Beziehungsweise ich war ja schon damals von diesem Spiel sehr angetan, weil mich dieses Pixel-Style allgemein halt sehr interessiert und nicht unbedingt fordert, weil es ist halt ein Adventure-Plattformer. Was aber halt viele anscheinend stört, dass dieses Spiel kein Metroidvania ist, sondern nur ein Adventure-Plattformer, obwohl in der Steam-Beschreibung ganz genau das dasteht, dass das Spiel durch Metroidvanias inspiriert worden ist, aber trotzdem ein Adventure-Plattformer ist. Aber genug zur Beschreibung, das was zählt ist letztendlich das Gameplay und das seht ihr jetzt hier. Also viele in den Steam-Kommentaren bemängeln ja, dass das Spiel eigentlich ein Metroidvania sein soll, aber es kein Metroidvania ist. Ich kann jetzt gar nicht den Unterschied nennen zu einem Action-Adventure oder beziehungsweise Metroidvania. Also Metroidvania ist ja eigentlich, du entdeckst irgendwas, dann gehst du wieder an einen bestimmten Ort zurück, weil du halt irgendwas, keine Ahnung, Schlüssel gefunden hast, dann wieder zurückkommst, dann gehst du halt wieder den ersten Weg weiter und ja, also das ist für mich halt Metroidvania. Und viele bemängeln das aber ehrlich gesagt, steht das halt einfach in der Steam-Beschreibung. Also steht direkt da, das Spiel ist Metroidvania inspired, aber eigentlich ist es ein Adventure-Plattformer. Nicht mal Action, Quatsch. Action ist ja Quatsch. Aber normaler Adventure-Plattformer. Also man entdeckt irgendwas, man rennt vielleicht auch ab und zu mal zurück. So. Achso, ja, stimmt. Ich muss ja B drücken. Okay. Aha. Achso. Ist klar. Gut, müssen wir jetzt. Ach so, okay, wir haben ja kein Licht mehr. Ich kann mich tatsächlich, also obwohl das nur 6 Monate her ist, also kann ich mich wirklich gar nicht daran erinnern. Und das ist das, was ich noch weiß, dass man halt überall muss man halt auf die Wände und Decken gucken. Und wenn halt dieses komische, ja, nennen wir es mal Tetris-Zeichen ist, also so ein umgedrehtes S auf die Seite gelegtes S, dann kann man die Wand durchbrechen. Das ist das, was ich noch weiß. Und dass ich dieses Geräusch übelst liebe. Wenn man hier diese ganzen Blöcke kaputt macht. Das hört sich so cool an. Erinnert mich auch ein bisschen an irgendein Game, aber ich weiß gar nicht an welche. Aber ich mag dieses Geräusch auf jeden Fall. So, was ist das? Wie Glückverlierer. Na, dankeschön. Ich werde endlich herauskommen. Es bleibt nur noch die Stromversorgung wiederherzustellen. Na, toll. Bam, haben wir doch. Bin auch hier anscheinend zurück. Bam. Okay. Achso, na gut, das müssen wir jetzt nicht wegmachen. Wir können jetzt einfach direkt weiter, würde ich sagen. So. Wir brauchen hier eine Schlüsselkarte. Netzwerkball. Die Lagerkammern wurden dekoriert. Statusexperimentelle Proben über die gesamte Station versteuert. Aufgabe: finde GVOs und bringe sie so schnell wie möglich zurück ins Vivarium. So. Das weiß ich noch, glaube ich, dass ich das bei der Lost Beta damals gar nicht hinbekommen habe, oder? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Viecher eingesammelt habe. Achso, okay, jetzt habe ich die Schlüsselkarte freigeschaltet. Hier ist ja nichts mehr. Hier sieht man ja solche GMOs oder GVOs auf Deutsch.
So. Oh, da ist einer. Ah, da oben. Ja gut, da komme ich nicht hin, ne? Da komme ich nicht hin. Nee, stimmt. Ich glaube, ein, zwei von diesen Viechern habe ich eingesammelt. Aber nicht viele, ne? Oh, gucke da. Hä? Na toll. Ist einfach mir vorbeigeflogen, oder was? Aber ich glaube, ich konnte den jetzt auch so früh noch nicht fangen. Ich brauche ja auch... Stimmt, ich brauche ja diese Kugeln. So. Ja, das ist mir ziemlich egal, ob ich hier willkommen bin oder nicht. Genau, das ist ja so ein Speicherpunkt. Der wird auch, glaube ich, angezeigt. Ja, hier mit S. Ja, irgendwie finde ich das komisch, dass da so viele Punkte... Okay. So. Genau, das weiß ich noch. Hier musste man, wenn man diese Dinger freischalten will, ist das bedeutet der rote, ist oder der rote. Das musste man mit irgendwelchen, mit einem Schwert, glaube ich, kaputt machen. Genau, wenn jemand einen Plasmaschneider findet, bitte lasst mich wissen. Es kann fast alles schneiden und ich brauche ihn, um meine Pizza in 8 gleiche Teile zu schneiden. Okay. So, wir können hier durch die Wand auf jeden Fall. Hier können wir nichts machen. Warte mal. Gehen wir hier rüber? Ne, wir müssen hier runterfallen, ne? Hä? Ach so, ja, stimmt. Wir können hier so runterspringen. Okay, hier ist wieder ein Speicherpunkt. So. Wir müssen den Aufzug nehmen. Achso, hier können wir ja wieder durchlaufen. So. Okay. So, das ist wieder ein Speicherpunkt. Ich hatte auch, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich hatte die Closed Beta nicht zu Ende gespielt. Ich habe die damals nach knapp einer Stunde habe ich aufgehört, die zu spielen. Aber ich weiß nicht mehr warum, einfach weil das Video schon ziemlich lang ging und ich damals die Videos auch nicht unbedingt geschnitten habe. Oder nicht jedes zumindest. Dann fällt alles auseinander, ja, das ist eine gute Frage. Wie alles kaputt machen? Ja, fast alles. Oha, jetzt runtergefallen bin. Hä? Komme ich hier gar nicht hoch? Nee, anscheinend muss ich dann hier nochmal kurz hoch. Was ist das? Ach so. Ja, die Kiste können wir jetzt benutzen, sozusagen, um hochzukommen. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber gut. So, was haben wir hier Schönes? Was ist mit ihnen los? Die Leder, was? Die Lader? Die Lader verhalten sich merkwürdig. Sie haben sich im Maschinenraum versteckt und dann begannen schreckliche Geräusche von dort zu kommen. Von dort zu machen. Ich weiß nicht, was passiert ist und ich werde nicht nachsehen. Gute Sache. Also Übersetzung ist so okay-ish. So, oder ich habe es jetzt vielleicht auch falsch gelesen, ich weiß es nicht. So. Genau, das waren diese... Mhm, ja, genau. Daran kann ich mich jetzt noch ein bisschen erinnern.
So, warte mal, ich kann ja hier trotzdem drüber. Dass diese Blöcke. Ich dachte, ich habe in der Closed Beta damals die. Wie kann man das sagen? Ich dachte, ich habe in der Closed Beta irgendwie eine Anzeige gehabt, dass man bestimmte Wege halt versperrt sind. Vielleicht auch nicht. Das ist irgendeine Art von Albtraum. Ich wandere alleine durch dunkle Korridore. Je eher ich den Tierfänger finde und die entkommen, Gefühls einfange, desto eher entkomme ich hier raus. Genau. Das heißt, wir brauchen für diese GVOs brauchen wir so eine Kugel. Und mit dieser Kugel können wir die dann auch einfangen. Jetzt mal gucken, warte mal, was ist hier unten? Ah, okay, hier unten komme ich nicht durch, weil ich dieses Plasmaschwert noch nicht habe. Müsste ja gleich kommen. So, hier ist wieder ein Speicherpunkt. Genau, da unten ist nämlich schon so eins. Ah ja, hier ist. War das jetzt so, dass der stirbt? War das nicht so? Müssen wir mal gleich gucken. Die Station steht unter Quarantäne. Lassen Sie sofort den Raum. Ja gut, machen wir später. Ne? Bam. Jetzt haben wir nämlich dieses Plasmaschwert. Oder Plasmaschneider. Jetzt, hier. So, greifen wir damit an. So. GVO können wir jetzt nicht einfangen, weil wir haben ja zwar das Schwert, aber wir haben diesen Fänger noch nicht. Ja, da komme ich jetzt sowieso nicht anders hoch. Ich muss hier diesen Fahrstuhl benutzen. Hier ist irgendwas. Aha. Achso, das war der Tierfänger. Okay. Und jetzt mal gucken, wo der. Ah, da ist das GVO. Okay. So. Bam. Oha. Den eingesammelt habe, irgendwie. Oder zu dem rübergelaufen bin, ist irgendwie die FPS gedroppt. Aus irgendwelchen Gründen. Chungus. Sehr gut. Big Chungus. So. Hier konnte ich aber. Hatte das? Achso, okay, ich kann hier einfach durch. Irgendwie dann dahin kommt. Achso, ja, gut. Das finde ich halt ein bisschen komisch, dass die ganzen Wege nicht angezeigt werden, die halt versperrt sind. Beziehungsweise, dass man sich das nicht mal markieren kann. Es gab einen gefährlichen Vorfall im Labor. Die Säure hat fast alle Räumlichkeiten überschwemmt. Vergiss nicht, den Düsenantrieb mitzunehmen, wenn du dorthin gehst. Genau, später kriegen wir ja so ein Jetpack, soweit ich noch weiß. Hier kommen wir jetzt auch nicht hin. Ich glaube, da müssen wir erst das Jetpack freischalten. Ah, da ist wieder so ein Game-O. Wie so eine kleine Katze oder so. Ist aber nicht mehr drin. Endlich bin ich sicher. War ja wild. Was auch immer mit dem passiert ist. Hat sich in eine Kugel verwandelt, der Kollege. Oh. Das sind Lader, von denen wir gehört haben. Mhm.
gestern habe ich meinen Lieblingsanzug verbrannt, als ich die Passwaffe getestet habe. Sag Vladus nichts davon. Morgen ist er dran, die Waffe zu testen. Ich möchte seine Reaktion sehen. Ich hoffe, er hat einen Ersatzanzug. Arbeitskollegen abfacken. Wo ist der? Hier ist er. So. Danger. Okay. Daran kann ich mich irgendwie gar nicht erinnern. Parker reparierte eines der Kabel 4 und hing dran fest. Schickt dringend jemanden, um ihn herunterzuhelfen. Ich werde hier sein und, ja. Und sterben. Oh, irgendein Labor oder so. Oh, stimmt, die Katze. Das gefällt mir nicht. Also mir gefällt's schon. Meet the Station Artificial Intelligence. So, was haben wir hier? Mal wieder übelst hacken und so. Nicht so leicht aufhalten. Ja, auf jeden Fall. Aber ich mag die Katze. Aus irgendwelchen Gründen. Oh mein Gott, kommst du denn bitte her? Alter. Ich bin fast gestorben. Er ist fast. Okay. Oha. Oh. Ja gut. Fast gestorben zählt nicht mehr. Das Ding ist... Ah nee, doch, ich konnte mich ducken. Ich habe das aber schon ganz vergessen. Tatsächlich, also ducken kann ich mich. Alter, das gibt's nicht. Warte mal, gab's hier nicht auch irgendwas? Oh Gott. War ich hier nur runter? Was gab's denn hier? Hier gab's nur eine Nachricht. Die ersten Experimente mit schwarzer Flüssigkeit sind vielversprechend. Die Testobjekte zeigen erstaunliche Fähigkeiten. Vielleicht wird der nächste Bericht in die Geschichtsbücher eingehen. Okay. Achso, das ist einfach ein Bericht, den man sammeln muss. War jetzt nichts Besonderes. Oh, hier war irgendwo der Turm, in dem ich gestorben bin. Da ist er. Ach, okay, der dreht sich auch. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Ich habe jetzt auch leider nicht rausgefunden, nicht Trottel, warum. Ob ich überhaupt dem Turm ausweiche, wenn ich mich ducke. Okay, anscheinend schon. Also der Turm sieht mich nicht, wenn ich mich ducke. Glaube ich zumindest. So, dann probieren wir das mal gleich nochmal. Okay, passt. So, dann können wir das Ding hier runterschubsen. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Achso, doch, ich kann ja, damit ich wieder hochspringen kann.
Nach dem Abspeichern. Da kann ich weiter noch nach rechts. Oder kann ich da überhaupt hin? Nee. Komme da nicht hoch. Ah, doch. Wenn ich so hier mache, komme ich dann natürlich hoch. Achso. So, so. Okay. Huah! Das war natürlich jetzt mies. Nein! Oh mein Gott. Ich hab's nicht geschafft. Hä? Ach so. Ich muss da drüben irgendwie hin. Okay, jetzt. So, was ist das? Muss man jetzt hier hin schaffen anscheinend. Ne, hier komme ich nicht mehr durch. Okay. Jetzt kann ich ihn aber vielleicht bewegen. Ja. Perfekt. Nein! Oh mein Gott. War das schlecht. So. Na komm. Ja. Nein, ich hab's wieder nicht geschafft, oder Scheiße. Ich hab wieder komplett vergessen, dass das spawnt. So. Okay, dann sind wir jetzt bei einem Speicherpunkt angekommen und ich würde sagen, das reicht jetzt fürs erste Anspielen.